Hallo, willkommen bei Behindert Barrierefrei Day. Wir sind in Kirchberg, Tirol, ganz in der Nähe von Kitzbühel. Und heute findet die erste Tour statt aufs Kasplatzl. Wir gehen in eine Schaukäserei, die soll anscheinend barrierefrei sein. Und das wollen wir uns heute mal gemeinsam angucken. Wir haben hier ein paar Segway-Apache-Fahrer dabei, Fußgänger haben wir dabei und Fahrradfahrer. Und jetzt nehmen wir euch mit. Bis gleich. Moin, moin. Cliff, servus, wie sehen deine Reifen aus hier? Genial, oder? Nur sauber. Ah, sauber noch, sauber. Mal gespannt, wie die nach unserer Tour aussehen. Ja. Ist nicht ganz barrierefrei hier, das WC, ja? Da haben wir besseres gehabt. Anita, du hast wirklich ein besseres WC, aber ich hab's nicht gefilmt, wo du aufs Klo gegangen bist. Streckensperrung. Mag gehen. Boah. Da ist der ganze Hang runtergekommen. Hier ist Ende. Guck mal, wie ich aussehe, wie eine Sau. Wie Schweizer. Ja, ja, guck mal. Wo bist du reingekommen hier mit deinem Apache? Das sieht ja aus wirklich wie Sau. Boah, so Sauerei. Top. Geil, Mautstraße. Müssen Rollstuhlfahrer auch Geld bezahlen bei Ihnen? Anni, ja. Müssen wir zahlen hier bei euch, die Rollifahrer? Ja, normal müssen sie zahlen, aber wenn das jetzt für Rollstuhl, dann lassen wir es. Dann machen wir es umsonst, das ist nett, dankeschön. Dann sagen wir schöne Grüße nach Deutschland. Ja. Hier am Parkplatz in Aschach herkommen, die sind sehr freundlich. Die Schranke geht auf für uns, fürs Behindert-Barrierefrei-Team. Start! Okay. Stopp, Dirk und Petra fehlen ja noch, gell? Die haben wir abgehängt. Was sind wir denn hier? Da sieht man schön, glaube ich, gell, auf dem Schiff. Geht nicht gescheit von denen, ne? Nein, geht nicht gescheit. Da sind wir mit der Segway schneller wie die mit dem E-Bike. Ich bin jetzt am Kasplatz oben. Hallo Claudi. Hallo. Wir sind jetzt hier hochgekommen, alle mit der Elektrorollstühle unten vom Parkplatz. Und wie viele Kilometer sind das hin und zurück? Circa 4 Kilometer vom Parkplatz draußen. Okay. Ja, und zwar wirklich sehr barrierefrei, es geht sehr leicht hoch. Ja. Man kann auch mit anderen Elektrorollstühlen oder Rollstühlen hochkommen, das funktioniert gut. Ja. Habt ihr oft Gäste mit Rollstühlen? Haben wir sehr oft, ja. Also meistens im August sind meistens auch viele Gäste dann bei uns da. Da fängt die Saison richtig an. Okay. Und da haben wir dann. Das ist ja nicht, es ist ja nicht nur eine Hütte hier, ihr habt auch eine Schaukäserei. Ja genau, wir machen 5 verschiedene Käsesorten und Pesto, Marmeladen, Bauernbrot machen wir selber. Macht ihr selber. Und die Schaukäserei, gibt es da Öffnungszeiten? Also wir sind jetzt ein bisschen spät gekommen, da war der Betrieb schon eingestellt. Ja, das ist meistens am Vormittag, weil die Milch dann frisch runtergepumpt wird vom Stall und dann fängt die Käserin gleich Käsen an. Also wirklich, Willi, ganz frischen Käse. Wir haben hier getestet, wirklich toll. Und ein behindertengerechtes WC habt ihr ja auch. Haben wir auch, genau, ja. Habt ihr, aber man muss dazu sagen, wir haben es jetzt hier auch angeguckt, ins Damen-WC müsst ihr. Da gibt es ein Riesen-WC, wirklich toll ausgestattet, mit Haltegriffe. Man kann sich drehen und da dürfen alle drauf, gell? Genau, ja, da dürfen alle rein dann. Darf ich fragen, auf welcher Höhe sind wir hier? Wir sind hier auf 1140 Meter. Und wir haben da noch eine Hochalm, die liegt auf 1820 Meter.
Okay, die gucken wir uns dann demnächst an. Also Claudia, wir bedanken uns erst einmal. Ihr seid sehr, sehr gastfreundlich hier alle. Das haben wir gemerkt. Wir sind ja ein paar Mal hier oben gewesen schon. Wirklich ein Aufruf an Rollifahrer. Hier geht's hoch. Es ist kein großer Schwierigkeitsgrad drin. Es geht also wirklich ganz flach hier hoch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Bis bald, euer Olli und Willi und... Danke, Claudia. Bis bald. Tschüss. Tschüss.